Ich habe ja vorhin schon gesagt, Partizipation stärken ist eins der großen Themen. Die anderen beiden großen Themen sind digitale Räume öffnen und Hochschule for Future. Und tatsächlich in diesem Talk jetzt kommt im Grunde beides zusammen. Weil es geht ja darum, die Lehre muss anders werden, muss innovativer werden. Es geht darum, die großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen inter- und auch transdisziplinär zu beantworten, anzugehen und Lösungsansätze zu entwickeln. Und genau deswegen gibt es in Marburg dafür das MaaS-Skills Center, das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird. Und innerhalb dieses Studienbereichs wiederum gibt es das Format der Open Stage. Was genau hinter dieser Open Stage steckt, erfahren wir von David Piesk und von Anne Kratz, die uns gleich online zugeschaltet wird. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Oh, ist das sehr sensitiv. Jetzt geht's auf jeden Fall. Auch von meiner, von unserer Seite, meine Kollegin Anne Kratz ist hoffentlich schon zugeschaltet, kann uns hören und sehen. Mein Name ist David Piesk. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Marburg. Ich habe zuvor nach meinem Studium erst als Fremdsprachenlehrer hier und da gearbeitet, war dann in der politischen Bildung in Bonn tätig, zuletzt ein Jahr im Schwarzwald verbracht für eine Migrantenorganisation als Referent für Integration und Bildung gearbeitet und bin seit Anfang dieses Jahres in einem ganz spannenden Projekt, was den Namen MaaS-Skills trägt, genau, gefördert von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und über das Anne im Anschluss an meinen Input Sie noch mal genauer informieren wird, um zu zeigen, dass das Format, was ich Ihnen heute vorstelle, ohne die dahinterliegenden Projektstrukturen nicht möglich wäre. Ich möchte aber so viel schon vorwegnehmen, wie Sie dem Namen MaaS-Skills entnehmen können. Es geht um Skills, genau genommen es geht um überfachliche Schlüsselkompetenzen, heutzutage zunehmend auch als Future Skills bezeichnet, so auch in unserem Projekt. Und in meiner wissenschaftlichen Begleitforschung geht es für mich aktuell darum zu fragen, was hat eigentlich in welchem Verhältnis steht der Schlüsselkompetenzerwerb, der Erwerb von Future Skills mit der Idee von Bildung, die wir an der Universität haben oder auch haben sollten. Mit anderen Worten, wie designe ich Lehrveranstaltungen, die eine Idee von Bildung haben und kompetenzorientiert funktionieren? Und um genau diese Frage geht es auch bei der Open Stage. Das handelt sich dabei um ein Lehrveranstaltungsformat, genau genommen um ein Projektseminar, was ich derzeit plane und was darüber hinaus noch den Anspruch hat und die Frage beantworten soll, wie kann ich in eine solche Lehre, die kompetenzorientiert denkt, die an Bildung denkt, den Campus möglichst weit integrieren, um so etwas wie gesellschaftliche Partizipation zu fördern im Sinne einer kritischen Öffentlichkeit. Dementsprechend, ich hoffe, es funktioniert hier, das Umschalten. Ja. Dementsprechend gestaltet sich mein Input in den nächsten 15, vielleicht auch 18 Minuten entlang von 5 Leitfragen. Anne wird in Punkt 6 übernehmen und das Projekt vorstellen. Zunächst um die Frage, was ist die Open Stage, was ist die grundlegende Idee, was passiert da? Und ehe ich in Punkt 4 und 5 zum einen didaktische und methodische Überlegungen, also die Bildungs- und Lernziele, und den Weg dahin beschreibe und schließlich versuche darzustellen, wie wir den Campus da integrieren wollen, möchte ich Sie zunächst noch auf eine kleine bildungstheoretische Reise einladen, wo ich 2 theoretische Konzepte kurz vorstelle, weil ich der Meinung bin, dass wir auch in innovativen Denkweisen über die Hochschule immer noch gut daran tun, eine Idee von Bildung zu haben, die zumindest meines Erachtens auch ein wenig verloren gegangen ist in der letzten Zeit. Und dementsprechend fahre ich erstmal fort mit der Beschreibung, was passiert eigentlich bei der Open Stage. Es ist eigentlich ein relativ einfacher Verlauf. Sie sehen links, wie es beginnt, rechts, wie es endet und unten in der Mitte rot markiert, was dabei eigentlich entstehen soll. Was passiert in diesem Projektseminar, was relativ frei gestaltet ist und ohne viele Präsenzphasen auskommt? Zunächst versammeln sich die Studierenden in interdisziplinären Teams und überlegen sich eine zentrale gesellschaftlich relevante Fragestellung. Also gesellschaftlich relevant heißt eine Frage, die mit den Herausforderungen unserer Gesellschaft oder Gesellschaften zu tun hat. Denken Sie an Klima, Mobilität, soziale Gerechtigkeit, Armut. Ich denke, gerade heutzutage würden uns noch sehr viele andere Themen einfallen, aber ich belasse es erstmal dabei. Interdisziplinär deswegen, weil unser MaaS-Skills-Projekt strukturell schon interdisziplinär angelegt ist. Dazu wird Anne noch was sagen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Seminar
Studierende mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen zusammenkommen, ist sehr hoch, was zugleich die Wahrscheinlichkeit erhöht, Punkt 2 oben, dass die Fragestellung von verschiedenen fachlichen Perspektiven idealerweise kontrovers erörtert werden kann. Und wenn das vertiefend geschehen ist, gilt es für die Studierenden in der zweiten Seminarhälfte, gewissermaßen für den Schluss, eine Diskussionsveranstaltung zu organisieren, zu planen, zu der sie Expertinnen und Experten aus Medien, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft einladen und dabei den gesamten Campus involvieren und eine wirkliche Diskussionsveranstaltung auch schließlich selbst moderieren. Also sie haben gewissermaßen dafür die gesamte Verantwortung, wobei sie natürlich Unterstützung bekommen. Und das Ziel ist unten rot markiert, was das Ganze dann bewirken soll, nämlich sowas wie, was man kritische Öffentlichkeit nennen könnte. Öffentlichkeit so verstanden als Versammlungsraum von Menschen, die sich über gesellschaftliche Belange austauschen, eine Meinung bilden und idealerweise auch produktiv streiten. Kritisch deswegen, weil es nicht nur darum geht, Meinungen auszutauschen, sondern auch vielleicht bestehende Meinungen kritisch in Frage zu stellen. Also die kritische Theorie lässt hier mal kurz grüßen an der Stelle. Jetzt ist es so, dass diese Idee nicht über Nacht einfach entstanden ist, sondern hat auch mit dem Projekt und meiner Doktorarbeit zu tun, wo ich mich anfangs gefragt habe, naja, was ist eigentlich der Sinn des ganzen Studiums der Universität? Das ist eine Frage, die ich mir auch schon als Student mich gefragt habe. Ich habe also mal nachgeschaut und mich in relevante Dokumente hochschulpolitischer Institutionen eingelesen und habe jetzt mal stellvertretend den Akkreditierungsrat exemplarisch zitiert. Exemplarisch deswegen, weil er eigentlich stellvertretend für alle anderen genannten Institutionen hier auch steht. Wobei mich insbesondere die letzten beiden Punkte interessieren. Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement und die Persönlichkeitsentwicklung. Beides Aspekte, über die wir wahrscheinlich schnell Einigkeit erzielen können, nach dem Motto, ja, ist gut, ist wichtig. Aber mich interessiert auch die Frage, warum ist das wichtig? Und genau hier kommt Bildungstheorie ins Spiel. Und ich würde Sie gerne in den nächsten 3 Minuten einmal auf eine kleine bildungstheoretische Reise einladen, wo ich einmal das Konzept der Persönlichkeitsentwicklung und zum anderen die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement oder Bildung zum mündigen Bürger, zur mündigen Bürgerin erläutere. Oh. So, zum einen anhand von Julia Niederrümelins Philosophie einer humanen Bildung, ein humanistisch orientiertes Konzept oder Bildungstheorie, zu der der Autor gleich zu Beginn schreibt, Bildung ist immer oder meint immer die Formung der menschlichen Persönlichkeit. Persönlichkeitsbildung ist also stark mit dem Bildungsgedanken verwoben und immer auch an ein Menschenbild, an ein idealtypisches Menschenbild geknüpft. Wir brauchen also eine Vorstellung davon, welche Eigenschaften Menschen ausbilden müssen in ihrem Lebenslauf, um einerseits ein gelingendes Leben zu führen, um sich andererseits auch ethisch angemessen gegenüber ihren Mitmenschen, der Gesellschaft, verhalten zu können. Das sieht in etwa so aus. Ganz links die grundlegenden Konzepte, ganz rechts die Bildungsziele, die wir auch noch gleich mitnehmen für die Open Stage. Vernunft, es ist alles nichts Neues für Sie. Der Mensch ist fähig zur Vernunft, das heißt, er ist fähig, Argumente abzuwägen und auf Basis des Abwägens des sorgfältigen Abwägens der Argumente zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Dazu braucht er natürlich, um sorgfältig abzuwägen, auch ein Orientierungswissen in der Welt, die ja immer komplexer wird. Und gleichzeitig muss er Erfahrungen machen. Ja, es reicht also nicht, wenn wir jetzt alle hier ein Buch über Spanien lesen und noch nie da gewesen sind. Wir sollten auch mal uns dahin begeben, Leute treffen und wissen, wie funktioniert das Leben eigentlich wirklich. Aus der Vernunft folgt die Freiheit. Wer seine Vernunft gebrauchen kann, ist philosophisch gesprochen zumindest frei, kann theoretisch Autor der eigenen Biografie werden, auch wenn das in der Praxis nicht jedem natürlich so leicht möglich ist, woraus das Bildungsziel der Selbstbestimmung folgt. Vernunft und Freiheit ergeben Verantwortung, die der Mensch nicht nur für sein eigenes Leben hat, Bildungsziel Eigenverantwortung, sondern auch gegenüber seinen Mitmenschen, seinem sozialen Umfeld, Bildungsziel Gemeinwohlorientierung und gänzlich dann die gelebte Demokratie, Stichwort Respekt vor kultureller Differenz oder ein halbwegs gemeinsam geteilter Sinn für soziale Gerechtigkeit,
um nur einige zu nennen. Das ist natürlich eine sehr verkürzte Darstellung dieses Buches, was ich aber jedem empfehlen kann. Und damit gehe ich gleich zum zweiten Konzept, zum Konzept der mündigen Bürgerinnen, mündigen Bürger. Und da würde ich Sie kurz in die Politikdidaktik mitnehmen wollen, wo die Idee der Mündigkeit unter anderem anhand von 4 Bürgertypen diskutiert wird. Sie sehen unten links den politisch Desinteressierten, der sich wahrlich nicht für Politik oder Gesellschaft interessiert und auch nicht wählen geht. An nächster Stelle der reflektierte Beobachter, der im privaten Umfeld sich über Politik unterhält, sich austauscht und auch wählen geht, aber ansonsten nicht weiter tätig ist. Oben drüber der interventionsfähige Bürger, der interessengebunden im Zweifel sich auch einsetzt, über das Wählen hinaus, über das Diskutieren hinaus, indem man zum Beispiel in der Bürgerinitiative aktiv ist und irgendwas durchsetzen möchte. Und an oberster Stelle der Aktivbürger, der in politischen Parteien aktiv ist, der vielleicht sogar ein politisches Amt bekleidet. Und meine These ist, für die Universität ist die realistischste und auch idealistischste Bezugsgröße der interventionsfähige Bürger. Wir haben gerade im vorherigen Beitrag schon gehört, wenn Studierende ein Vollzeitstudium haben, wenn sie Familie haben und wenn sie nebenbei noch arbeiten müssen, um sich ihren Lebenshalt zu verdienen, ist es meines Erachtens unrealistisch, dass man noch parallel in der Partei unterwegs ist, auch wenn es dem Gemeinwohl wahrscheinlich nicht schaden würde. Aber das, der interventionsfähige Bürger, ist Typus, ist ungefähr so das Leitbild auch für die Open Stage und passt auch zu diesem vorherigen Satz, Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement. So, grau ist alle Theorie, entscheidend ist auf dem Platz, sagt man im Fußball. Wie kriegen wir diese ganzen Konzepte jetzt mitgenommen in die Praxis? Ich gehe direkt über zu Punkt 4, zur Frage, wie sehen entsprechend Lernziele und wie sieht der Weg dahin aus? Denken Sie an die Bildungsziele von Niederrümelin, Sie sehen sie jetzt unten eingeblendet und darunter die Future Skills, die Schlüsselkompetenzen. Ich will jetzt einen ganz trivialen Gedanken formulieren, der aber meines Erachtens wichtig ist. Auf die unteren Schlüsselkompetenzen können wir uns wahrscheinlich alle einigen. Es ist wichtig, Entscheidungskompetenz zu haben. Es ist wichtig, Reflexions- und Urteilskompetenz zu besitzen, auch ethische Kompetenz, Ambiguitätstoleranz etc. Meines Erachtens ist es aber nur dann besonders sinnvoll, wenn wir auch immer eine Vorstellung haben, warum wir eigentlich diese Kompetenzen ausbilden sollen. Auch das habe ich in dem Vortrag vorhin schon gehört, die darüber liegenden Ideen. Das sind die Bildungsziele, ich habe sie jetzt exemplarisch mal aufgelistet. Und ich glaube, dass man immer beides zusammendenken muss, dass man jederzeit weiß, warum man eigentlich etwas gerade macht oder warum man gewisse Kompetenzen erwerben sollte. Zur Methodik. Sie sehen oben, was da ungefähr passieren soll. Also ganz oben sehen Sie nochmal den Verlauf vom Anfang. Und darunter zunächst studentische Impulsvorträge und anschließende Diskussionen zu den Themen und Fragestellungen, die Sie sich selbst ausgewählt haben. Ein bisschen Theorie würde ich den Studierenden auch zumuten wollen, Stichwort diese Bürgertypen, ein paar andere Dinge, die meines Erachtens grundlegend sind. Da es darum geht, am Ende eine Diskussionsveranstaltung zu moderieren, wo der Campus dabei ist, Studierende, Lehrende, Interessierte, denke ich, sollte man Studierende auch unterstützen durch ein gewisses Rhetorik- und auch Moderationscoaching. Ich selbst habe schon viele Veranstaltungen moderiert und merke auch jetzt noch, das ist nicht durchaus mit Nervosität verbunden, hier oben zu stehen. Dementsprechend brauchen die Studierenden eine Unterstützung. Und am Ende entsprechend die interaktiven Formate bei der Open Stage, die geplant sind, und die Nutzung des Campus auf dem Weg dorthin. Und fast all diese Punkte haben, was Sie ganz unten sehen, den sozialkommunikativen Bezugsrahmen als Rahmen. Das heißt, in all diesen Phasen wird permanent miteinander gesprochen und auch diskutiert. Das stellt nämlich sicher, dass es sich um erfahrungsbasiertes Lernen handelt. Ich hatte auf der vorherigen Folie das Wort Argumentationskompetenz, glaube ich, stehen. Wir können natürlich Bücher lesen, wo drauf steht, hier, wie Sie argumentieren lernen. 300 Seiten ist sicherlich spannend, aber ob man dann wirklich fähig ist, in der Diskussion, wo es auch emotional zur Sache geht, wirklich zu argumentieren, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, die Erfahrungsräume sind hier ganz wichtig. Ich lerne nur zu argumentieren, indem ich es tue. Was ich noch an der Stelle sagen will, das klingt natürlich vielleicht ein bisschen interdisziplinär, was man da als Lehrender, in dem Fall, was ich da auch in Unterstützung leisten muss.
Ich habe erfreulicherweise viele Sprechwissenschaftlerinnen und Sprechwissenschaftler, teils im Team, teilweise in der unmittelbaren Nähe, wo dann auch Diskussionen gerade stattfinden, wie kann ich Rhetorik- und Moderationscoachings anbieten. Und last but not least, wie involviere ich den Campus? Zunächst auf dem Weg zur Open Stage. Selbstständige Arbeitsphasen, ich habe schon gesagt, die meisten, es gibt wenige Präsenztermine in diesem Seminar, ganz am Anfang und auf dem Weg bei den Workshops zur Moderation und zur Rhetorik. Ansonsten haben die Studierenden relativ viel Freiraum, Stichwort Selbstbestimmung. Sie sollen selbst bestimmen, wie sie ihre Zeit auch verwenden. Zum Beispiel, indem sie Stimmungsbilder auf dem Campus einfangen, ihre Fragestellung mal mit Kommilitoninnen und Kommilitonen austauschen, gerne auch Umfragen vielleicht machen oder kleine Videos drehen, ist ja mit dem Smartphone heute ohne weiteres möglich. Und diese Umfragen illustriert, genauso wie Videos, auf einer solchen Diskussionsveranstaltung, wie man es in Polit-Talkshows kennt, einfach mal zeigen. Dafür würde sich der Campus schon eignen. Ebenso, weil es ja um Moderieren und auch Sprechen geht, mal spontan eine Diskussion zu starten, die man so auch halbwegs vorher organisiert. Zum Beispiel im Rahmen einer Speakers Corner, was Sie hier auch jetzt als Bild abgebildet sehen. Man stellt sich auf einen Getränkekasten, auf einen Stuhl und schießt los, gerne auch ohne Mikrofon, wenn man ein lautes Organ hat. Gleichermaßen glaube ich, dass wir auch von Synergieeffekten auf dem Campus profitieren können, indem wir mit Fachschaften kooperieren und den vielen studentischen Initiativen, die es auch bei uns gibt, die auch schon hier und da mal interaktive Diskussionsveranstaltungen organisieren, digital und auch hybrid. Und genau das wollen wir uns zunutze machen für die Open Stage am Ende. Es handelt sich dabei technisch gesprochen um ein Symposium und das hat mit dem MarSkills-Projekt zu tun. Das Symposium ist quasi immer am Ende des Semesters die Präsentation der Ergebnisse. Und dieses Seminar präsentiert die Ergebnisse, indem es Diskussionen anbietet, wo jeder teilnehmen kann. Das Symposium ist nämlich offen für den gesamten Campus. Das ist strukturell so angelegt. Und jetzt ist die Idee, das Ganze noch ein bisschen interaktiver zu machen, dass auch die Interessierten, die dabei sind, sich beteiligen können. Ich habe jetzt mal exemplarisch eine Fishbowl-Diskussion abgebildet. Viele von Ihnen kennen das vielleicht schon. In der Mitte ist ein kleiner Kreis von Stühlen, wo Moderation und eingeladene Diskutantinnen und Diskutanten sitzen. Ein paar Stühle sind aber frei in diesem inneren Kreis, sodass jeder von außen, jetzt vom Campus, interessierte Lehrende, Studierende, Beschäftigte, sich jederzeit in die Mitte setzen können, um mitzumachen. Da es sich allerdings bei diesem Open Stage-Format um hybride Veranstaltungen handelt, das heißt, man kann auch digital zugeschaltet sein, sollen auch die genannten Formate eine hybride Teilhabe oder Partizipation ermöglichen. Und da haben wir schon ein paar Ideen, wie wir das machen. Allerdings durchaus Respekt, dass das nicht ohne weiteres umzusetzen ist. Ich habe bisher ein, zwei hybride Veranstaltungen gemacht, das war immer mit durchaus Aufwand verbunden, aber diesen Anspruch verfolgen wir hier auch. Und so ergibt sich durchaus ein etwas kitschiges, aber finde ich auch schönes Bild eines Unicampus als Agora, also dem Marktplatz im klassischen Athen, wo die freien Bürger zusammenkommen, ihre Meinung austauschen, miteinander diskutieren und um die besten Lösungen ringen. Und damit übergebe ich auch jetzt an Anne, die den MarSkills-Bereich erläutern wird, um zu erklären, wie dieses Projekt strukturell funktioniert. Anne, hörst du uns? Ja, sehr gut. Hört ihr mich, ist die Frage. Super. Ein Nicken, sehr schön, danke. Genau, vielen Dank für die Einleitung schon und ich freue mich sehr, hier zu sein und dass das hier tatsächlich auch schon im hybriden Format funktioniert. David wird für mich die Folien weiterklicken. Das ist ein sehr netter Job, den ich hier unterstützend bekomme. Ich bin aus Marburg direkt zugeschaltet gerade. Mein Name ist Anne Kratz und ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt MarSkills und übernehme aktuell auch die Koordination und bin hier vor allem jetzt als Unterstützung für den Hauptbeitrag, den Sie gerade gehört haben, um zu erläutern, wie kann das Ganze jetzt weiter aufgebaut werden und woran kann das Ganze angeknüpft werden. Der MarSkills-Bereich, um den es jetzt gehen soll, der bietet schon einige strukturelle Anknüpfungspunkte. Und auf der nächsten Folie, das ist der Weiterklick-Auftrag gewesen, genau, danke. Ich sehe gerade die Folien tatsächlich auch, da ist aber jetzt noch nicht die Folie zu sehen, die ich meinte.
Vielleicht ist das auch nur die Übertragung. Jetzt, genau. Und dann, genau, das ist unser Maßnahmenbereich. Vielen Dank. Und das ist unser Logo. Das ist das, womit wir arbeiten. Und auf der nächsten Folie jetzt noch eins weiter, bitte. Dankeschön. Genau, da sehen wir, also das sind so jetzt die Überlegungen, die gerade getroffen wurden. Und jetzt ist die Frage natürlich, welche weiteren Schritte können wir gehen? Also wie verknüpfen wir dieses Open-Stage-Format noch weiter mit der Philipps-Universität Marburg? Welche vorhandenen Strukturen und Ressourcen können wir als Basis nutzen? Also die Frage, wer bietet die Koordination für das Ganze? Wer kann vernetzen innerhalb und außerhalb der Universität? Wer hat Wissen, Material und praktische Erfahrung, mit denen wir dann weiterarbeiten können? Auf der nächsten Folie ist jetzt natürlich die Frage, die Sie sich vielleicht auch schon stellen, was ist dieses Maßgeld eigentlich? Das ist sicherlich nicht von Anfang an greifbar. Und weiterklickend können wir sehen, dieses Maßgeld setzt sich zusammen, wie schon erwähnt, aus Marburg und Skills bzw. Future Skills. Und es geht bei uns vor allem darum, dass im Rahmen auch dieser aktuell auch recht großen Forderungen oder sehr groß gefassten im Begriff des Future Skills Forderungen oder Bedarf aus der Gesellschaft an überfachliche Kompetenzen oder Studierenden, die überfachliche Kompetenzen haben nach dem Studium und die dazu in der Lage sind, auch neuartige Lösungsansätze für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Dieser Maßskills-Bereich ist vor allem ein Studienbereich an der Universität Marburg, aktuell für die neuen Kombinations-Bachelor-Studiengänge. Und es geht um die inter- und transdisziplinäre, das wurde zum Eingang dieser Veranstaltung oder dieses Talks hier gerade auch schon gesagt, Bearbeitung von diesen Herausforderungen. Und dabei werden individuelle Expertise der einzelnen Akteure und Akteurinnen, aber eben auch die kollektiven Lösungen, die dabei entstehen, miteinander verknüpft. Und das Ganze wurde jetzt auch schon erwähnt, wird auch gefördert von der Stiftung Innovation der Hochschule aktuell. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen kurz aufgezeigt, wie das Ganze aktuell strukturell aussieht. Wir haben einmal unser Projekt, das gerade läuft, und darin das Maßgeld Center, in dem David Piesk und ich auch angestellt sind. Und dieser Maßgeld Studienbereich dient zum einen der Vertiefung, andererseits aber auch der inter- und transdisziplinären Erweiterung des Studiums und ist seit diesem Semester auch fest verankert im Studium. Und das Ganze hat einen Umfang von 18 Leistungspunkte und das Ganze ist dann nochmal aufgeteilt in zentrale und dezentrale Kurse. Da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Auf der nächsten Folie sehen wir, was das Maßgeld Center gerade macht, also was David Piesk und ich und unsere Kolleginnen und Kollegen gerade tun. Wir unterstützen den Maßgeld Studienbereich durch Vernetzung, indem wir kommunizieren mit Lehrenden, mit Außeruniversitären. Wir koordinieren und evaluieren, wie das Ganze läuft und wir sind natürlich auch in der wissenschaftlichen Begleitung und in der konzeptionellen Weiterentwicklung, damit das Ganze auch schön weiterläuft, wie es aktuell tut. Auf der nächsten Folie noch einmal ganz kurz zur Übersicht, damit ich da nicht zu viel zu sage. Wir haben einmal dezentrale Kursangebote, da werden wir aus den einzelnen Fachbereichen hier an der Universität Marburg gespeist und das sind eben Kurse, die Sie selbst schon anbieten, die werden geöffnet. Worum es gerade aber vor allem auch im Rahmen der Open Stage geht, ist der zweite Punkt, und zwar diese überfachlichen zentralen Kursangebote des Maßgeld Centers, die wir anbieten, in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek, mit der zentralen allgemeinen Studienberatung und zum Beispiel dem International Office und weiteren Akteuren. Und das sind Kurse wie Digital Literacy, Train the Trainer, internationale Mentoring Skills und vor allem, das ist jetzt ein Klick weiter gerne, unser sogenanntes zentrales Herz, das Marburg-Modul. Und hier sehen wir ein großes Potenzial, auch gerade mit dieser Open Stage weiterzumachen und sie dort zu verknüpfen. Denn das Marburg-Modul ist ein Modul aus diesem zentralen Kursangebot. Es ist ein fachübergreifendes, innovatives Lehr-Lern-Format, mit dem wir aktuell auch arbeiten. Das ist dieses Semester auch gestartet und hatte schon einige Vorläufe, auch bevor es strukturell eingebettet wurde. Und hier bearbeiten Studierende aus unterschiedlichen Fachbereichen projektbezogen und selbstständig gesellschaftlich relevante Themen. Das heißt, dieser inter- und transdisziplinäre Zugriff, der ist schon gegeben in diesem Marburg-Modul, dadurch, dass wir auch mit Akteuren außerhalb der Universität arbeiten. Und das Ganze wird angeleitet durch uns bzw. gestellt durch uns. Und von außen gibt es in sogenannten Projekt-Sponsoring-Teams Themen, die aktuell gerade gesellschaftlich von Relevanz sind. Zum Beispiel, wie David Piesk auch schon sagte, Klima, unsere Stadt soll grüner werden,
Glück und Gemeinwohl haben wir auch in diesem Semester gehabt. Wir hatten gestern unsere erste Veranstaltung und das läuft also in diesem Semester auch. Besonders von Interesse für die Open Stage ist in dem Fall auch, wir haben drei Punkte im Semester, um die ansonsten sehr freie Arbeit der Studierenden, die dann innerhalb dieses Projekts mit den Sponsorinnen und Sponsoren das Ganze gestalten, drei Daten, an denen wir uns wirklich treffen. Und das ist einmal das Barcamp, das gestern angelaufen ist. Und da finden die Studierenden sich ein in die Projekte, lernen die kennen wir auf einer Messe und wählen sich ein. In der Mitte gibt es dann in der Mitte des Semesters ein Kolloquium, in dem nochmal zwischendurch besprochen wird, wo stehen wir, was brauchen wir. Und am Ende dann ein Symposium, das geöffnet ist für auch Außeruniversitäre, um den Menschen zu zeigen von allen möglichen Richtungen, welche neuen Lösungsansätze und Diskussionen sind in diesem Projekt im Marburg-Modul gerade entstanden. Auf der Folie danach, und dann kannst du gerne auch schon noch eins weiterklicken, David. Also zwei weiter. Das ist die falsche Richtung gewesen gerade. Ist auch gut, die nochmal zu sehen. Genau, und noch eins weiter, danke dir. Ist so die Frage, was machen wir also damit? Wie können Maskills und dieses Open-Stage-Format ineinander übergreifen und wie können wir also den Campus mit einbeziehen und vor allem auch öffnen? Marburg an sich ist ein städteweiter Campus, also wir haben hier keinen abgetrennten Campus, sondern sind überall verteilt. Das ist schon mal von Vorteil und durch diese Maskills und das Marburg-Modul haben wir bereits einen Wissensspeicher. Wir sind im Aufbau einer Mikrolerneinheitenbibliothek, wir haben Kursangebote, wir haben das sogenannte Open Lab, in dem digital kreativ gearbeitet wird. Wir entwickeln weiter konzeptionell und zum Beispiel dieses innovative Format des Marburg-Modul, das schon so offen gestaltet ist, dass man da direkt andocken kann. Und als Supportstruktur sind wir in der Lage dazu, inner- und außerhalb der Universität zu vernetzen, zentral zu koordinieren und strukturell weiter einzubetten, damit das Ganze auch dauerhaft laufen kann. Das heißt zusammengefasst, um nochmal auf die Ziele vom Anfang zu verweisen. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Folge. Und dann kannst du auch gerne schon die danach, damit wir noch Zeit für Fragen haben, anklicken, David. Also noch eine weiter gerne. Diese Ziele, die vorhin genannt wurden von mir, auch Verknüpfung mit der Uni, Anbinden an vorhandene Strukturen, das bietet Maskills schon. Und wir sind jetzt am Beginn. Das Marburg-Modul ist bereits vorher schon außerhalb dieser strukturellen Einbindung gelaufen. Wir haben eine zentrale Koordination, wir sind vernetzt, wir haben die Ressourcen und wir haben diesen offenen Studienbereich, von dem aus es jetzt weitergehen kann. Vielen Dank. Und dann sind wir schon auf unserer nächsten Folie und ich mache kurz mein Mikro aus, bin aber noch da. Ja, vielen, vielen Dank. Es sind tatsächlich einige Fragen eingekommen. Und ich würde jetzt, ja, wir haben jetzt Pause, deswegen können wir noch zwei Fragen, sagen wir mal, stellen. Und ich würde Sie bitten, möglichst kurz zu antworten. Eine kam hier im Q&A-Tool rein. Welche Fragen versuchen Sie durch die wissenschaftliche Begleitung des Studienbereichs zu beantworten? Des Studiengangs? Oder Bereichs. Des Studienbereichs. Anne, willst du oder soll ich? Ich kann gerne auch. Ich sehe euch gerade nicht, aber ich, wie du möchtest, entscheide du jetzt. Danke, super. Du kannst gerne auch anfangen. Also, sagen wir es mal so, der Studienbereich Maskills ist ja ein bisschen breiter als das Marburg-Modul, was Anne eben vorgestellt hat. Ich würde mich jetzt erstmal aufs Marburg-Modul beschränken, also wo es ja im Wording auch heißt, große gesellschaftliche Herausforderungen. Und ich habe eben auch schon deutlich gemacht, der Rahmen ist sehr, sehr weit. Und Stichwort Selbstbestimmung, ich würde da als Lehrende auch den Rahmen weit halten wollen, weil es ja auch darum geht, dass das Studieren ihre eigenen Interessen einbringen. Entsprechend ist der Rahmen groß. Man muss natürlich also immer auch gucken, ne? Passt das zum Projekt, passt das nicht? Gibt es vielleicht auch Themen, wo man merkt, die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber der Rahmen ist grundsätzlich weit. Anne, willst du noch was ergänzen? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, genau, aber geht es da um die wissenschaftliche Begleitung durch uns, durchs Maskills Center? Ich glaube, so war es auch gemeint, genau. Genau. Ach so. Was wir gerade machen, ist eben, uns wissenschaftlich mit den Bildungszielen auseinanderzusetzen, ein Modell zum Beispiel auch zu entwickeln, wie sind diese Kompetenzen überhaupt greifbar, wie können wir das
umsetzen, was bei uns eben als hohe Bildungsziele auch dastehen und in dieser Konzeptionalität auch zusammen mit Didaktik und Methodik bei uns zu arbeiten, wie können wir diese wissenschaftlichen, auch großen Gedanken, die ja teilweise dahinter stehen, diese großen Bildungsgedanken gerade bei uns umsetzen. Und unsere Doktorarbeiten haben dann einen dementsprechenden Fokus, einmal bei David Piesk, vor allem in der Persönlichkeitsbildung und bei mir in der Begleitung von Lehrenden. Also wie ist das Ganze lehrbar, was ich auch eben in dem einen Vortrag schon ein bisschen mitbekommen hatte. Dankeschön. Wir haben jetzt tatsächlich eine Frage, die zweimal eingegangen ist. Die stellen wir auf jeden Fall noch. Wie integrieren Sie das Master-Skills-Modul in die Curricula und wie werden die Studiengangsleitungen überzeugt? Dazu kann ich gerne noch was sagen, genau aus der Koordination. Also genau, das Modul an sich ist das Marburg-Modul und dieser Master-Skills-Bereich, der ist schon drin. Was wir aktuell machen, ist, dass dieser große Master-Skills-Bereich, der ist bereits drin in den neuen Studiengängen und da passiert es aktuell, dass sich weitere Fachbereiche anschließen und dass immer mehr Studiengänger dann eben auch diesen festgesetzten tatsächlich Studienbereich in ihrem Studiengang schon haben. Und die Vernetzung im Marburg-Modul, das passiert vor allem durch die direkte Ansprache, gerade von Fachschaften. Wir machen viel Werbung und verknüpfen uns so. Da steckt aber noch viel mehr hinter und ich glaube, das ist in der Kürze gar nicht zu beantworten, ist aber generell eine wichtige Frage, die sicherlich auch für eine Diskussion in einem größeren Rahmen, um mal Erfahrungswerte auszutauschen, sich sehr eignet. Dankeschön. Eine Frage, glaube ich, können wir noch stellen und zwar, wie wird die ko-kreative interdisziplinäre Zusammenarbeit reibungslos sichergestellt und wie wird das gemeinsame Verständnis dafür geschaffen? Anne, willst du zuerst? Mars geht's allgemein, ich dann auf die Open Stage bezogen. Gerne. Also erstmal Marburg Modul, da ist es bei uns so, dass von Anfang an gerade dieses Modul als interdisziplinäres Modul und Projekt Arbeit beworben wird und das ist von Anfang an also deutlich, dass wir zum einen auch sagen, wir wollen ein Team-Teaching haben, wir sind von Anfang an interdisziplinär aufgestellt und wir geben die Rahmung, in der genau eben wir uns zu solchen festen strukturellen Terminen treffen und auch Absprachen stattfinden, wo findet gerade, wie Sie es auch in der Frage gestellt haben, eine Reibung statt, was funktioniert gerade nicht, damit die Studierenden nicht auf sich alleine gestellt sind, genauso wenig aber auch die Lehrenden und die Projektsponsoren und Sponsorinnen, die ja teilweise auch Studierende sein können. Das heißt, wir begleiten das Ganze und liefern eben auch didaktische, methodische Möglichkeiten und immer wieder das Gespräch, das Beratungsgespräch, um das sicherzustellen. Dafür sind dementsprechend Personen notwendig, die sich immer wieder vernetzen und auch beraten können. Und wenn du noch was zur Open Stage dann sagen kannst, dann gerne. Ja, Stichwort interdisziplinäre Reibung oder auch Probleme. Ich würde es auch versuchen, ein bisschen positiv umzumünzen, weil ja wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt eine Fragestellung mit Studierenden aus verschiedenen Fachrichtungen, Soziologie, Ökonomie, Psychologie, wo jede Fachwissenschaft auch anders auf die Gesellschaft oder auch Realität drauf schaut, da würde ich mir versuchen, eher diese Reibung zunutze zu machen. Natürlich muss das auch irgendwie integriert werden, aber da sehe ich auch in der Hinsicht auch ein Potenzial, was vielleicht auch dann eine produktive Streitdiskussion am Ende ausmacht. Genau. Ja, vielen, vielen Dank an Sie beide. Es sind jetzt auch noch einige Fragen im Chat, also es wäre super, wenn Sie da mal reinschauen könnten und die noch beantworten. Genau, aber ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle.